Willkommen Leute, endlich zu einem neuen Video. Sorry, dass ich diese Woche sehr, sehr inaktiv war. Hab, glaube ich, diese Woche nur ein einziges Video hochgeladen. Das tut mir sehr leid. Heute kommt leider auch verspätet das Tippvideo zum 21. Spieltag. Das Spiel Leipzig gegen Augsburg wurde schon längst gespielt. Das ging 2-1 für Red Bull aus. Ja, allerdings haben wir noch andere Partien, wie zum Beispiel Dortmund-Hoffenheim, Leverkusen-Mainz, Bremen, Freiburg und so weiter und so fort. Und ja, die tippen wir heute. Das erste Spiel ist Dortmund gegen Hoffenheim. Hier mache ich schnell. Hier sehe ich Dortmund besser. Die sind aktuell auf den... Nee, nicht aktuell auf dem sechsten Platz. Oder? Bin ich doof? Was habe ich hier eingegeben? Egal. Ja, ich tippe hier 2-0 für Hoffenheim. Leverkusen gegen Mainz 05. Ja, hier tippe ich auch ein 2-0. Leverkusen sehe ich als besseres Team. Bremen gegen Freiburg. Bei Freiburg hat es in der Mitte der Saison, also Ende der Hinrunde, sehr gut gelaufen. Sie sind in der Nähe eines, in der Nähe eines Europa-League-Platzes. Ich habe jetzt gerade die Tabelle nicht offen. Ich habe hier gerade nur Kicker-Tabellenrechner an der Seite offen. Da habe ich aber schon alle Spiele schon getippt und leider sind das schon, oder ich kann doch hier schon auf Tabelle gehen. Ah ja, so, Freiburg ist aktuell auf dem 8. Platz. Bremen ist aktuell im Abstiegskampf teilweise, ja, 11. Platz. Oh, Augsburg, die sind ja runtergerutscht. Ja, hier tippe ich mal ein 1-3 für Freiburg. Nächstes Spiel, Stuttgart-Hertha. Hier sage ich, das wird ausgeglichen, 0-0. Union Berlin gegen Schalke 04. Ja, Union, der ehemalige Zweitligist, setzt sich gegen den aktuellen Zweitligisten oder baldigen Zweitligisten 3-0 durch. Frankfurt gegen Köln. Hier gewinnt Freiburg, Frankfurt mit 2-1. Wolfsburg gegen Gladbach, boah, das wird interessant. Letztes Spiel ging, glaube ich, auch unentschieden aus. Wolfsburg hat bis jetzt kein einziges Spiel gegen eine Mannschaft verloren, die nicht Dortmund oder Bayern heißt. Sie haben auch seit den letzten, lass mal lügen, ist gerade nur Halbwissen. Ich glaube, die letzten 4 Spiele nicht verloren und kein einziges Gegentor bekommen. Läuft bei Kungasiec. Kungasiec ist meiner Meinung nach einer der underratedsten Torhüter der Welt. Wolfsburg auch die pressingstärkste Mannschaft. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Gladbach eine Mannschaft sein könnte, die Wolfsburg knacken wird. Gladbach möchte auch langsam wieder nach oben. Ich finde, Wolfsburg ist eine Mannschaft, die weiß, wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die haushoch überlegen sind. Wolfsburg weiß dann, wie man unentschieden spielt, wie man da irgendwie so ein Unentschieden rausholt. Deswegen tippe ich hier ein 1-1. Bayern gegen Bielefeld, hier machen wir es kurz, brauchen wir nicht lange drum herum zu reden. 4-0 für Bayern München, auch herzlichen Glückwunsch an der Club-Weltmeisterschaft. Ihr seht, glaube ich, habt die meisten Titel in Europa geholt, mit zusammen Barcelona 2009, also herzlichen Glückwunsch. So, ja, Leute, das war es leider ein bisschen kurz. Ich versuche diese Woche oder die nächste Woche, ich denke immer, wenn Wochenende ist, dass es dann die nächste Woche ist. Nein, das ist nicht. Aber ich versuche, die nächsten Wochen, die nächsten Tage wieder Videos hochzuladen. Danke für die 4000 Abonnenten. Bis zum nächsten Mal und Leute, bleibt gesund und ciao.